Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Ja, herzlich willkommen bei Vor Ort aktuell. Heute am Mittwoch, dem 1. Juli mittlerweile. Ja, bevor es hier losgeht, werfen wir nochmal einen Blick auf Frau Merkel in Meseberg. Und das hat sie am vorgestrigen Montag, dem 29. Juli, dort auf eine Frage einer Reporterin der Süddeutschen Zeitung gesagt. Wir sind gleich wieder zurück. Und dann hätte ich noch eine Frage an Frau Merkel. Sie haben ja in Deutschland jetzt wieder sehr hohe Zustimmungswerte, auch für das Krisenmanagement, über das Sie gerade gesprochen haben. Sie werden stets dafür, die Abstandsregeln einzuhalten, auch die Schutzmasken aufzusetzen. Und auffällig ist aber, dass man Sie selbst noch nie mit einer Maske gesehen hat. Woran liegt das? Tja, wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen. Und wenn ich sie nicht einhalte und ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann treffen wir uns nicht offensichtlich. Sonst hätten Sie mich auch schon mit Maske sehen können. Ich verrate Ihnen aber nicht, wann ich wo einkaufen gehe. Also ich halte mich natürlich an die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Vorgehensweisen. Und wenn der Abstand nicht einzuhalten ist, das ist zum Beispiel beim Einkaufen der Fall, dann ist das so und es wird auch andere Gelegenheiten geben, wo ich sicherlich noch mit Maske zu sehen sein werde. Zweitens zu der Frage, wie kommen wir jetzt mit dem Recovery Fund vor, dass die Kommission jetzt nicht eins zu eins die deutsch-französischen oder französisch-deutschen Vorschläge übernimmt, das hat uns erstmal nicht verwundert. Für mich ist nur wichtig, dass wir zum Schluss mit einem starken Instrument aus der Debatte kommen. Ja, soweit die Antwort von Frau Merkel. Ja, und bevor es hier losgeht, werfen wir noch mal einen Blick auf die neue Seite. Ich sage immer die Chronik der Woche. Und zwar gibt's eine neue Seite mit Detlef Rier. Und da hören wir doch mal rein. Herzlich willkommen zu 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD. In dieser Woche Stuttgart. Ausschreitungen versetzen die baden-württembergische Landeshauptstadt in den Ausnahmezustand. Randale, Plünderungen und die Versuche der Verharmlosung durch Altparteien und Mainstream-Medien. Es wäre die Party-Szene gewesen, die sich da ausgetobt hat. Was meinen Sie? Wir haben Sie auf den Straßen Berlins gefragt. Also ich war wirklich fassungslos, obwohl ich Stuttgart ein bisschen kenne und die Ecke da auch kenne. Das gab es ja früher auch schon. Das hätte man ja schon längst mal in Augenschein nehmen können. Also ich war entsetzt und bin empört, dass in diesem Staat alles möglich ist. Wirklich wahr. Da sitzt der Polizeipräsident und erzählt was von einer Party- und Eventgruppe. Die Läden plündern, Polizisten attackieren aufs Übelste. Das ist unglaublich. Wahrscheinlich politisch geprägt aus einer grünen Regierungsecke. Viele der brutalen Angreifer, die Polizisten prügeln und Schaufenster einwerfen, haben einen migrantischen Hintergrund. Viele junge Männer aus islamischen Ländern, vermeintlich Schutzsuchende, die alle attackieren, die sich ihnen in den Weg stellen. Dazu linke Extremisten, die dem Vorbild der USA folgen und Jagd machen, auch auf Ordnungshüter und Rettungskräfte. Wie Polizisten die Schreckensnacht von Stuttgart erlebt haben, wie der Jurist und AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner die Vorgänge bewertet und ein Kommentar von Alice Weidel, AfD-Vorsitzende in Baden-Württemberg und stellvertretende Bundesvorsitzende in diesem Podcast. Außerdem, wenn die AfD Seehofers Job machen muss, die stellvertretende AfD-Vorsitzende Beatrix von Storch zeigt die Taz an. Das linke Blatt hatte in einer Kolumne gemutmaßt, dass Polizisten besser auf einer Mülldeponie aufgehoben seien. We'll be right back.
Jede Woche neu, immer freitags, 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Und wir möchten auf diese Weise gerne auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Kommentieren Sie, sagen Sie uns und ganz Deutschland Ihre Meinung, geben Sie uns gerne Anregungen für Themen, um die sich die AfD kümmern muss. Sie erreichen unseren Anrufbeantworter unter 030 für Berlin 439 70765. Speichern Sie diese Nummer auch in Ihrem Mobiltelefon, denn über WhatsApp können Sie uns dann gerne auch Sprachnachrichten oder Textnachrichten senden. 030 439 70765. Was hat Ihnen gefallen? Was vielleicht auch nicht? Sagen Sie uns, sagen Sie ganz Deutschland die Meinung. Unser Anrufbeantworter freut sich über Ihre Meinungen und Kommentare. Ich bin Detlef Rier in der AfD-Nachrichtenzentrale hier in Berlin. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen fürs Zuhören. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Merkel muss weg Mittwoch. Wir brauchen noch ein bisschen. Wir sind bereits hier vor dem Bundeskanzleramt. Franz Wiese ist auch schon da eingetroffen. Er sitzt hier im schicken weißen Auto. Allerdings steht unser Banner und unsere Lautsprecherbox im Stau. Und dahingehend dauert es noch ein bisschen. Und Sie sehen aber, die Merkel muss weg Mittwoch Mitstreiter sind bereits vor Ort eingetroffen, einige. Aber wie gesagt, wir brauchen noch mindestens 10 Minuten heute. Und das heißt, es dauert noch. Ansonsten, wie gesagt, Sie sind richtig bei uns. Und zwar bei Merkel muss weg Mittwoch heute die 169. Veranstaltung. Ja, und ich darf noch mal darauf hinweisen, es gibt jetzt bei uns die neue Zusatzseite und die heißt www.facebook.com/Merkel-muss-weg-mittwoch aktuell. Muss weg Mittwoch aktuell, alles zusammen ein Wort. Wie gesagt, das ist die neue Zusatzseite für Live-Übertragung. Natürlich gibt es auch noch unsere alte Seite facebook.com/Merkel-muss-weg. Auch dort Merkel muss weg in einem Wort. Aber wie gesagt, wir senden jetzt wegen Seitenproblemen auf der neuen Seite facebook.com/Merkel-muss-weg-mittwoch aktuell. Das bitte schon mal vormerken und dran denken. Ja, und wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen, bis unsere Banner eintritt und auch die Musikbox. Denn unser Auto steht momentan im Stau, was die Musikanlage hat und auch das Banner. Und dahingehend verzögert es sich ein bisschen. Ich grüße hier nebenan auch die liebe Roswitha. Grüße auch an deine Zuschauer und zwar beim Merkel muss weg, vor Merkel muss weg. Bis gleich, wie gesagt, es verzögert sich noch. Schon mal den anderen auch Bescheid geben, warum es noch ein bisschen dauert. Dankeschön. Und auch für dich interessant, das heißt hier mal am Ohr. Die neue Seite für die Live-Übertragung. Ja, und heute war es ja spannend gewesen. Im Bundestag hat sich ja Frau Merkel unter anderem den Fragen der Abgeordneten gestellt, heute ja wieder in einem roten Bläser. Ja, und da ging es doch recht hoch her. Ansonsten gab es auch heute ja wieder die Kabinettssitzung. Guten Abend. Ich wollte Sie jetzt nicht stören. Kein Problem. Interview ist Herr Sondermann. Herr Sondermann bin ich nach wie vor nicht. Nee, das ist ja wir sind ja die andere Veranstaltung. Herr Wiese sitzt dort im weißen Auto drin.
Und wir haben momentan das Problem, dass bei uns das Banner, die Lautsprecher. Das sind jetzt Patrioten. Wir sind Merkel muss weg Mittwoch. Das ist doch erst das von 18 ist, bis 19 Uhr. Das ist von 18 bis 19 Uhr. Genau, es ist 18 Uhr und 10. Und die anderen machen von 18 bis 19 Uhr. Da steht unterm Baum, Herr Sondermann scheint beendet zu haben. Wie viele waren das? Wenn Sie bezahlen? Die jetzt dann auch noch sind. 3 oder 4. Mehr waren es in dem Sinne heute auch nicht. Nee. Und unser Franz Wiese sitzt im weißen Auto drin und hat auch neuen Unterlagen wegen der neuen Quartalssache. Das muss er anmelden. Hat er ja alles gemacht. Genau, das brauche ich. Aber jetzt, mich interessiert mal heute, ich habe gedacht, eigentlich solidarisieren Sie sich ja mal untereinander, dass richtig. Sie dazukommen. Heute gar nicht mehr. In dem Sinne nicht. Heute in dem Sinne nicht. Nee, er war ja pünktlich fertig um 18 Uhr und alle wie gesagt, wir... Genau. Und wir brauchen heute etwas länger, weil es hier der 17. Juni ist gesperrt wohl. Und wir kommen ja... Also haben wir jetzt durchgesagt bekommen, dass der 17. Juni momentan gesperrt ist. Also wenn man da vom... Also ich wüsste gefallen. Nicht, dass der gesperrt ist. Und wir müssen ein Unfall gewesen sein, aber nicht. Aha. Außerdem kommen sie über die Bellevue hier rechts rum, kommen sie auch auf den großen Stern. Also, okay. Da hat mit dem 17. Juni nichts zu tun. Unser Fahrer wir haben eine Welle bis 19 Uhr. Wir sind wie immer 18 bis 19 okay. Uhr und okay. Es bleibt auch bei jeder Woche sozusagen. Und da kommt noch Herr Wiese noch, wenn Sie noch mal kurz... Da ist er. Ja, genau, wir kennen uns ja eh schon. Bloß Ihre nette Kollegin kennen wir noch nicht. Ja, wie gesagt, das war die Polizei, die wir es natürlich auch immer genau wissen. Und wir waren ja stehen geblieben, wie gesagt, bei der neuen Seite. Und die neue Seite ist, ich wiederhole es nochmal, die Zusatzseite für Live-Übertragung facebook.com/Merkel-muss-weg-mittwoch aktuell, wo Sie jetzt zum Beispiel zuschauen. Ja, und sollte geteilt worden sein noch auf der alten Seite, grüßt man natürlich auch noch die Zuschauer auf der alten Seite. Bitte auch die neue Seite teilen, abonnieren und gefällt mir drücken. Vielen Dank. Ja, kommen wir noch mal zurück. Wir sehen, Franz Wiese spricht noch mit der netten Dame von der Polizei. Und wie gesagt, ich war stehen geblieben bei Frau Merkel, heute ja im roten Bläser, dort im Reichstagsgebäude im Bundestag. Und sie hat sich den Fragen der Abgeordneten gestellt. Ansonsten ist das die letzte Woche heute vor der Sommerpause in Berlin. Und ja, ein bisschen ist noch was los, aber auch in Berlin wird es doch erheblich weniger. Wir grüßen an die Barbara Detlefsen, die nämlich hier schon geschrieben hat. Hallöchen, Grüße aus der Lausitz. Vielen Dank für die Grüße und Grüße zurück. Ja, ich habe hier noch einige Sachen, wie gesagt, für alle, die sich später zugeschaltet haben. Wir brauchen noch ein bisschen, da unser Banner und die Musikanlage momentan im Stau noch sind. Und dadurch können wir noch nicht anfangen. Franz Wiese ist bereits vor Ort, spricht noch mit der Polizei. Und ja, wir warten aufs Mikrofon und auf das Banner. Ja, so ist es, wenn man live ist. So ist es, wenn man direkt vor Ort ist. Manchmal kommt es zur Verzögerung. Aber heute müsste es technisch-mäßig wieder alles klappen. Und das ist ja schon mal ein Pluspunkt, nachdem wir ja erhebliche Probleme hatten beim letzten Mal. Und Sie wissen ja noch, beim vorletzten Mal ging es nur eine Minute, denn war bei Facebook wieder ein Problem. Und dann waren wir auch schon wieder weg von der Live-Übertragung. Aber das müsste soweit alles klappen. Die Einstellungen sind auch wieder soweit vernünftig. Und bis wir beginnen, habe ich ein Statement von Alexander Gauland und der hatte sich nämlich geäußert zum Gewaltmonopol des Staates. Das ist nicht verhandelbar und da ging es unter anderem über die Ausschreitung in Stuttgart und dazu teilte Alexander Gauland Folgendes mit. Die gewalttätigen Ausschreitungen in Stuttgart sind besorgniserregend. Ganz offensichtlich hatte die Polizei in Stuttgart zeitweise die Kontrolle über Teile der Innenstadt verloren und musste die Gewalttäter gewähren lassen.
So etwas darf sich nicht wiederholen. Die Polizei muss jederzeit in der Lage sein, die Sicherheit der Bürger zu garantieren und für Ruhe und Ordnung auf den Straßen zu sorgen. Das Gewaltmonopol des Staates ist nicht verhandelbar. Es ist entscheidend für das Funktionieren unseres Rechtsstaates. Dort, wo sich die Polizei nicht mehr durchsetzen kann und das Feld räumt, drohen nicht nur wie in Stuttgart ausufernde Gewalt und Plünderung, sondern auch ein gefährlicher Vertrauensverlust der Bürger in den Staat. Es ist eine zentrale Aufgabe des Staates, so Gauland, die Sicherheit und Unversehrtheit seiner Bürger und ihres Eigentums zu garantieren. Wenn er dies nicht mehr gewährleisten kann, droht alles ins Rutschen zu geraten, so Gauland. Ja, da kann man uns doch eindeutig nur anschließen. Ja, Sie haben es ja bestimmt mitgekommen, was in Stuttgart doch dort so vorgefallen ist und wie man die Presse und auch die dortigen Verantwortlichen, zum Beispiel der grüne Bürgermeister von Stuttgart, Kuhn, oder auch Herr Strobel, dort der Innenminister von der CDU. Es wird ja dort von der Party-Szene verniedlichend gesprochen. Was in dem Sinne nicht der Fall ist, sondern ganz eindeutig Deutsche und Deutsche mit Migrationshintergrund und auch weitere Ausländer, die sich an diesem Treiben dort beteiligt hatten. Ja, und für alle, wie gesagt, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, wir brauchen doch ein bisschen unsere Musikbox und auch das Banner ist noch im Auto und das Auto steht momentan im Stau. Und wir warten darauf, bis es hier eintrifft. Vorher können wir leider noch nicht starten. Und Franz Wiese ist auch immer noch im Gespräch mit der Polizei. Ja, die Zeit wird halt mal ausgenutzt für ein nettes Gespräch. Denn auch dieser Polizist hier aus dem Polizeibereich ist uns ja schon bekannt. Und er ist auch uns bekannt. Also uns, er kennt auch uns mittlerweile. Und da gibt es natürlich auch ein nettes Gespräch. Und Sie hören zum Hintergrund, Franz Wiese lacht doch auch ganz genüsslich. Ja, Franz Wiese geht hin in Richtung der Mitstreiter und wir gehen damit auch mal ein bisschen dichter ran. Warte, ich sehe dich hier unter live. Ja, aber das ist die neue Seite. Ah. Da können wir auch gleich mal grüßen, die paar, die uns schon gefunden haben. Wie gesagt, liebe Zuschauer, ja, liebe Zuschauer, wir warten noch auf unsere Musikbox und das Banner. Und das, was ja immer weit, wie Franz Wiese auch aus Brandenburg kommt, steht momentan im Stau. Und dahingehend gibt es noch einige Verzögerungen. Aber Sie sehen, Franz Wiese ist vor Ort und auch unsere Mitstreiter. Aber bis es losgeht, wie gesagt, müssen wir uns noch gedulden. Vielen Dank auch an Petra Heidrich, die recht herzlich grüßt aus der Oberlausitz in Sachsen. Wir grüßen zurück. Franz hat gerade noch jemand entdeckt, der hier filmt. Da gehen wir doch mal dicht dahin. Jawohl, hier wird auch gefilmt, wieder über der interessanten Seite. Du, Maria, voll der Gnade. Auf der Protestseite. Das sind wir auch, wenn wir sind. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht überprüft, aber himmlischer Vater auf alle Fälle. Aber interessant, hier ist einiges los. Also Sie sehen, man kann es sehen, wenn man es denn findet. Und ich sehe auch,
Das Thema Stuttgart ist auch das Thema wieder von dem Freund aus Cottbus, der nämlich dort drauf schreibt: Rassenunruhen in Stuttgart, warum gehen die Leute nicht dagegen auf die Straße? All Life Matter, also alle Leben sind es wert. Genau. Ja, und das Schild war ja am Montag auch in Dresden. Hallihallo. Hallo. Das Schild habe ich schon am Montag in Dresden gesehen. Da kam einer an, ich weiß nicht, wer das war. Die hat gesagt, da waren noch Deutsche dabei. Ne? Also mag ja sein, dass da ein paar Vereinzelte dabei waren. Aber ich habe extra dieses Wort benutzt, damit wir die Leute mal aufschrecken. Einfach und mal so. Da gibt es auch noch eine Rückseite? Ja, extra für die Antifa gewidmet. Ja. Für diese Zerstörungswut, die jetzt überall zu sehen ist, in aller Welt. Das lese ich doch mal laut vor. Dumm geboren, nichts gelernt und ins Gehirn geschissen. Das sind die Antifa. Faschisten mit ihrer Nachgeburt. Ja, das ist knallhart ausgedrückt, aber ist durchaus was dran. Man hat es ja auch in Dresden gesehen, wieder mit den Sitzblockaden. Da ging es ja doch recht hin und her am Montag. Aber die Polizei in Dresden hat es auch dort im Griff gehabt. Und es ist ja auch wichtig, dass die Polizei sozusagen auch das Gewaltmonopol hat. Das ist kurioserweise, die steht immer zu Pegida mit dem Rücken. Ganz genau. Nie umgekehrt. Richtig. Also die Gefahr geht immer von außen aus. Das muss man einfach mal so sagen, ne? Ja, ganz genau. Und falls ich wieder mal am Montag zu Pegida fahre, habe ich einen anderen Slogan. Wegen dieser Polizei, die man gerne auf dem Müllhaufen sehen möchte. Und da werde ich ein Plakat kreieren. Allerdings kann ich es nicht 100% versprechen. Das muss ich einfach mal so sagen, weil ich weiß nicht, ob ich frei habe oder nicht. Aber auf jeden Fall werde ich der Polizei Schützenhilfe gewähren. Weil man kann nicht sagen, jetzt die gehört auf den Müllhaufen, weil das allerletzte ist. Stichwort der Beitrag von der Taz-Redakteurin, ganz ja, genau. Ja, der mit diesen unaussprechlichen Namen, wo man nicht weiß, ja, wer, ob das Männchen oder Weibchen ist. Man kann sagen es. Wo sich ja auch Herr Seehofer wieder gedreht hat, in dem Sinne keine Anzeige gemacht hat, aber soviel ich gehört habe, unsere Störchen, Frau von Storch, hat ja in dem Fall auch diese Taz-Dame mal verklagt über diese Müllvergleich. Muss auch sein, auch wenn genau wieder alles ins Leere läuft, aber man muss was dagegen sagen. Das kann doch nicht sein, dass Staatsorgane der letzte Müll ist. Das ist das allerletzte. Und das wird noch groß gefeiert. Ne? Also, ich habe auch woanders ein Video gesehen, haben dann Jugendliche gesagt, Abschaffung der Polizei. Ich weiß nicht, die sollen die 110 gar nicht mehr wählen in ihrem Leben, wenn sie so einen Schmarrn von sich geben. Ne? Also sowas kann man doch. Ja, vor allem die Polizei ist ja in dem Sinne, es ist ja noch so in Deutschland, auch wo man sich natürlich hier mit dem Grundgesetz Sachen während der Corona-Sache ein bisschen gewundert hat, aber die Polizei ist ja für den Bürger da und der Auftraggeber ist ja jeder einzelne Bürger. Ja, aber Sinne. Das begreifen die Jugendlichen, die Antifaschisten hier, die sich so nennen, eigentlich sind es Faschisten, muss man sagen. Vielen Dank und wie gesagt, nächste Pegida schon am Montag. Ne? Ja, nächste das Woche. Ist gut, aber ich kann es nicht garantieren. Das habe ich aber schon gehört. So, lieber Franz, das Schild hat mich abgelenkt. Ja, also ich habe ihm gerade gesagt, das Schild ist nicht Bestandteil der Demo. Man kommt da nicht einfach hierher und sagt, so, ich mache da einfach mit. Ich habe jetzt versucht, Mario, der den Lautsprecher, Banner und so weiter hat, zu erreichen. Ich kann ihn nicht erreichen. Wir haben jetzt 18.22 Uhr, damit man diese Wortwahl wählen kann. Könntest du uns, hallo, könntest du uns bitte hier unsere Sendung machen lassen? Man hört wir warten nicht. Nämlich noch aufs Mikrofon. Okay. Ich hatte ja gesagt, wenn du mit deinem Schild, dann bitte geh halt einfach noch ein paar Meter rüber, dann kannst du machen, was du möchtest. Das wäre auch geklärt. Ja, ich verstehe das immer nicht, warum. Das ist immer so, dieses Schmarotzertum. Wenn irgendwas funktioniert, dann hängt man sich da dran. Und ansonsten, solange es nicht funktioniert, finde ich es geil. Der Hintergrund ist, warum wir heute noch nicht begonnen haben. Mario ist immer unterwegs, telefonisch nicht erreichbar. In Berlin sind wieder Straßen blockiert, was auch immer.
es schaut so aus, als wenn wir die heutige Sendung nicht mehr erreichen. Wir sind jetzt bei 18:23. Und bis der da ist, ich weiß auch nicht einmal, wo er ist. Er hat sich auch bisher nicht mehr gemeldet. Vielleicht steckt er jetzt wirklich fest. Wir warten noch ein paar Minuten. Ansonsten fällt dann eben die heutige Merkel muss weg aus. Oder zumindest verkürzt. Weil es ja sowieso auch hier noch andere Probleme gibt, wo sich hier Leute ebenfalls aus dem Bereich AfD und Bundesgeschäftsstelle mit aufproppen und plötzlich die Merkel muss weg, die Original Merkel muss weg, anscheinend gekapert haben. Auch diese Leute kann man nicht mehr erreichen. Also man sieht, alles was Erfolg hat, wird gekapert. Das geht hier zu wie auf den Weltmeeren. Die Piraten sind überall, auch bei der AfD. Und wir schauen einmal, was ich jetzt vermehrt immer sehe, dass ein Leon Edler, den ich ja auch kenne, aber er hat noch kein einziges Wort mit mir gesprochen, ob ich damit einverstanden bin, dass er bei Merkel muss weg, sich in vorderster Front bringt. Detlef Rie hat die Seite jetzt gekapert. Ich werde versuchen, mit ihm nochmal zu sprechen darüber. Aber so geht es nicht weiter, dann werden wir einfach diese ganze Geschichte abbrechen und werden das mit einem anderen Modus dann aufbauen. Ihr wisst dann, wer die Verantwortlichen sind. Denen gefällt es nicht, wie es ist. Wahrscheinlich wollen sie was anderes machen. Kommt ja jetzt dann die Bundestagswahl, da möchte man dann bestimmte Kandidaten präsentieren. Alles möglich, alles möglich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist heute nicht der ideale Tag. Nö, und zumal Franz will ja nicht mal mehr geteilt werden. Also, oder nicht mal mehr selber teilen können. Wir können ja nicht mehr teilen. Wir müssen das jetzt mit Facebook darüber sprechen, weil das kann nicht angehen, dass man über Jahre das macht und Facebook dann sowas akzeptiert. Wir werden also die rechtlichen Dinge aufprüfen lassen und dann schauen wir einfach weiter. Ganz genau. Ja? Danke, Franz. Wir werden noch ein bisschen warten, aber ansonsten wird sich da nicht mehr viel ergeben. Noch dazu, wo man die Leute auch nicht mehr erreicht. Kann man nichts machen, ist so. Aber wir werden es neu aufstellen. Alle, die uns jetzt sehen, bitte schaut auf Merkel muss weg von heute. Wir werden auch auf dieser Seite dann mitteilen, wie und wo es dann weitergeht. Genau. Ich danke euch recht herzlich. Ja, also Sie haben es gehört. Wir warten nach wie vor immer noch auf unsere Mikrofonanlage und auch auf das Banner. Ja, und wie gesagt, es dauert noch. Es ist leider noch nicht zu sehen, das Auto mit der Musikanlage und dem Banner. Ja, und bis es hier losgeht, schaue ich noch mal auf meinem Zettel, was so griffbereit ist. Und da ist unter anderem ja die Möglichkeit, Termine durchzugeben. Und zwar unter anderem ja jetzt am Samstag in Bernau, die AfD-Demonstration dort, ab 15 Uhr, 4. Juli. Ansonsten auch Pegida Dresden ja wieder, jetzt im wöchentlichen Rhythmus. Nächste Woche Montag geht es dort weiter auf dem Neumarkt. Ja, was gibt es ansonsten noch in Berlin Neues? Die Grünen sprechen sich aus, die Mohrenstraße umzubenennen. Und in dem Fall fordert die Grünen-Fraktionschefin Kappeck, diesen Namen zu ändern.
Und sie sagte gegenüber der Taz letzte Woche bereits, sie finde es unerträglich, dass der Kolonialismus dort in einer Wortschöpfung gegossen worden sei und schwarze Anwohnerinnen und Anwohner wie Besucherinnen und Besucher dem täglich ausgesetzt werden, so Kapek. Derzeit spreche man mit Verbänden über eine Umbenennung. Ein Vorschlag sei der Name bei einem Polizeieinsatz in den USA getöteten Afroamerikaners George Floyd. So, und mittlerweile ist auch unsere Musikeinlage eingetroffen und das Banner, und damit heißt es natürlich, es kann losgehen. Und das fast eine halbe Stunde später als sonst. Ja, es ist mittlerweile gleich 18.30 Uhr und der Merkel muss weg Mittwoch steht auch heute wieder vor dem Bundeskanzleramt. Ja. Ja, und noch was hinterher von mir, bis es dort losgeht. Wenn Sie den Landtag Brandenburg besuchen möchten, der hat wieder geöffnet für Besucher und damit können nach mehrwöchigen und monatlichen Schließungen für den Publikumsverkehr wegen der Coronavirus-Seuche auch wieder Gäste an Landtagssitzungen teilnehmen. In den Fluren und Büros der Landtagsverwaltung sei das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung für alle Besucher und Besucher Pflicht gewesen. Und jetzt kommt man wieder rein. Ja, das muss geklärt werden. Das werden wir Facebook dann rechtlich klären, weil das anscheinend auch von AfD-Mitgliedern jetzt gekapert wurde. Und ich eigentlich auch ausgesperrt bin. Ja. Nach vorne schauen, Licht an. Deutschland, Deutschland verrecke. Gut. Warum fährt er denn dann hier noch? Ja, Leute, die Zuschauer, die jetzt noch dabei sind, wir probieren es jetzt auf der Seite Merkel muss weg mit SZ, wie Klaus immer sagt. Wir haben es also hier. Wir haben es auch als Schild. Wir haben sie auch als Schild. Ihr seht, ich werde hier betreut. Man kann ja auch sagen, betreutes Leben. Mario hat es noch geschafft durch den elendigen Berliner Verkehr, Stau und sonstiges durchzukommen. Es ist wirklich, man muss heute vielleicht schon eine Drohne vorausschicken, damit man sieht, wo es Stau gibt und wo es nicht gibt. Es ist schlimm geworden. Auch in der Zeit, wo keine Touristen hier sind. Ich hatte es ja auch schwierig, ich bin allerdings schon 1,5 Stunden vorher losgefahren. Aber das nützt ja nichts. Wenn du dann hängst, hängst du. Naja, es kommt darauf an, was für eine Straße du nimmst. Ist nun mal so. Ja. Der große Brüller, was ich im Radio gehört habe, ist ja jetzt KSK 9. Nee, KSK. Diese Einsatzgruppe, die ja jetzt rechts ist. Absolut rechts ist. Wo man auf KK gewartet hat, dass das jetzt in Ordnung gebracht wird. Der Wahnsinn nimmt kein Ende. Wir hatten vorher gedacht, dass es nur Merkel ist. Aber mittlerweile spielt hier jetzt jeder Politkasper seine eigene Rolle. Und wenn man sich das anschaut, dass man jetzt eine Truppe, die im Ausland allergrößte Anerkennung hat, jetzt kaputt macht, dann bleibt mir eigentlich nur ein Verdacht. Man möchte Deutschland wehrlos machen. Man möchte Deutschland in die DDR 3.0 zurückführen, wo dann wieder gewisse Grenztruppen und Verteidigungstruppen und was weiß ich nicht alles auftreten, um dann den Traum
der Altvorderen der DDR noch glücklich zu machen, auch wenn sie schon im Grabe liegen, nämlich herzugehen und zu sagen, wir haben den Klassenfeind besiegt. Der Klassenfeind sitzt ja da drin. Mittlerweile können wir es aber auch darüber richten, wenn man sich anschaut von der Leyen. Jetzt haben wir auch noch die Ratspräsidentschaft in Brüssel. Wir haben alles, was Geld kostet. Da werden die letzten Taler werden dann noch reingeschmissen. Und wir werden, denke ich mal, bis zum Ende des Jahres, da sollten sich alle Bürger mal drauf einrichten, wir werden das noch teuer bezahlen. Da hilft nicht ein Mehrwertsteuerreduktionssatz von 3%. 3%, wir sind auf 16, von 19 auf 16 runter. Von 7 auf 5. Ich tue mehr essen, als ich mehr Fernseher gucke. Ja. Keine Presse. Also die Bevölkerung wird im Fernsehen mit 16% getröstet. Jetzt kommt der Fachmann und sagt, naja, ich habe ja hier fürs Essen habe ich ganz was anderes ausgegeben. Wir können das ja jetzt noch ausrechnen lassen. Ich werde fürs nächste Mal, Klaus, ich erinnere mich, wir werden einen Steuerexperten holen. Und wir werden hier ein Fachgespräch zwischen Mario und dem Steuerexperten da machen. Dann geht die Stunde auch vorbei. Gell, mein Kleiner da unten, du schaust schon an mir vorbei. Na ja, gut. Gut, Mario möchte mehr essen, er möchte demnächst so daherkommen wie ich. Das kommt aber nicht vom Essen, sondern vom Trinken und das schafft er einfach nicht. So. Franz, ich habe eine ideale Überleitung. Und zwar, wenn wir nochmal zurückblicken auf das Jahr 1. Juli 1990. Da gab es nämlich, das ist jetzt hier kein echter, aber da gab es noch die hübsche D-Mark auch im Osten. Als Taschenrechner gleich ist er ja. Als Taschenrechner. Für die Umrechnung von damals. Zum Beispiel. Ja, ja. Also das dürft ihr hier auch nochmal. So hat die Währung damals ausgesehen. Da hatte auch schon jeder zu knapsen. Aber er hatte wenigstens was in der Hand. Und dieser Hunderter war auch 99 Mark wert. Heute der Euro. Was hat er denn überhaupt für einen Wert? Kann uns doch gar keiner mehr sagen. Nach was für Richtlinien haben wir das noch? Klaus, ich gebe dir das wieder zurück, sonst kommen hier die Tränen. Was haben wir denn heute noch? Wir haben einen sogenannten Euro. Keiner weiß so recht, was ist er denn wirklich wert? Wir haben es ja gerade... Ja, jetzt kommt er. Also Leute, ich muss euch noch erklären. Mario ist kein Pole, aber er wohnt an der polnischen Grenze. Und ich habe manchmal den Eindruck, er hat wenig zu sagen. Und dann kommt er hierher und ist ganz froh, wenn er hin und wieder mal ein bisschen was von sich geben darf. Mario, möchtest du uns das mal ganz klar erklären? Wo wohnst du denn wirklich? In Polen? Nein, ich wohne an der Grenze. 30 Kilometer weg von der Grenze, in Seelow. Und, muss man das wissen, kennen? Nee, muss man nicht. Also da ist mein Bürgerbüro. Ich kenne das daher, weil ich dort Bekanntschaft mit der Antifa gemacht habe, die sich ja krampfhaft bemüht, mein Büro zu verwüsten. Ich kann nur alle anderen AfD-Abgeordneten warnen, dort wo Steine liegen, baut kein Glas ein. Lieber ärgert sich der Bürgermeister zu Tode. Ist er schon gestorben? Nee. Also jedenfalls, er hat sich bis jetzt fürchterlich aufgeregt, weil wir hier einfach zugeklebt haben mit Folie. Da sind auch keine Steine mehr geflogen. Macht ja keinen Spaß mehr, scheppert ja nicht mehr. Und jetzt haben wir Bretter davor genagelt. Also keine Fenster mehr. Bretter. Das gefällt auch keinem. Gefällt es dir? Ja, sieht sauber aus. Sag's nochmal. Sieht sauber aus. Blaue Bretter. Wie sich das gehört. Genau. Kann man nicht kaputt machen. Wir suchen noch einen vernünftigen Sprayer, der darf hier einen Spruch auf die Bretter sprühen. Aber in meiner Anwesenheit. Also wenn sich hier einer verewigen möchte, er darf dann auch seinen Namen unten drunter schreiben, dann kann der gerne sich bei mir melden. Ich werde ihm den Text vorgeben und dann kann er mal zeigen, wie er es gut schreiben kann.
Also nur Türken geht auch nicht. Ich meine es nicht die Türken, sondern das ist das Falschspielen geht auch nicht, weil wir brauchen dann bloß die blaue Rolle nehmen. Und dann ist das, was falsch war, wieder weg. So. Selo ist eine, oder ist die letzte Bastion, kann man sagen. Da fährt man dann runter, kann dann an die polnische Grenze fahren. Und ich habe es heute übrigens wieder erlebt. Wisst ihr, was dort der Sprit kostet? Der deutsche Sprit. Weil der Sprit wird von Schwedt nach Polen geliefert. Was denkt ihr denn? Aber ihr wisst doch, was es hier an deutschen Tankstellen kostet. Etwa 1,50. Etwa 1,50. 1,30. Ich habe schon 1,50 jetzt gehabt. Gut, nehmen wir 1,30. Ihr spart in Polen 30 Cent. Kostet unter 1 Euro. 95 Cent kostet es. 95 Cent. Und dieser Sprit, der dort verkauft wird, kommt aus der Raffinerie Schwedt, die in Deutschland ist. Und das ist nicht irgendwo Zauber, was da passiert, sondern da sieht man, wie die Steuern diesen Sprit nach oben pushen in Deutschland. Mit 27% Mehrwertsteuer in Polen. Ja, ich sage ja. Mario, erklär's den Leuten nochmal. Und das mit 27% Mehrwertsteuer in Polen. Trotzdem 95 Cent der Liter Benzin. Was? Das müsst ihr aber jetzt, Mario, korrigier mich. Nachdem wir ja von 19 auf 16% in der Mehrwertsteuer gegangen sind, was müsste das denn jetzt eigentlich bei uns heißen? Da müsste Benzin teurer billiger werden. Ja, billiger wie in Polen. Aber das wird es ja nicht. Uns wird ja nur vorgegaukelt, dass wir hier nur wenig bezahlen. Das, was hier dahinter klemmt und ist, diese Wohltaten, die eine Merkel verteilt, die bezahlen wir. Die werden nur anders. Ihr braucht ja bloß an den Tankstellen schauen, wann die Preise rauf und runter gehen. Früher gab es Festpreise. Da hat man sich noch, das ist auch schon ein paar Jahre her, du musst es noch wissen, du bist ja auch schon ein bisschen älter. Da hatte man sich darüber aufgeregt, weil die immer in den Ferienzeiten haben sie immer die Preise angehoben, etc. etc. Heute ist es so, heute könnt ihr euch dorthin setzen und könnt Wetten abschließen, wenn an den Zapfsäulen die Preise sich ändern. An der Anzeige könnt ihr zuschauen, wie das da runterläuft, wieder raufläuft. Das ist so nachmittags, ab 18 Uhr, 17 Uhr machen wir, je nachdem wie die Tankstellen frequentiert werden, wie der Straßenverkehr ist, geht der Preis nach oben, bis zu 1,50. Ja, fahrt mal hier von, vielleicht sieht der Mario das her noch, wenn er hier wieder nach Selo rausfährt und fährt durch Berlin durch, weiter raus, dann kann man das also schon sehen, wie die Preise jetzt dann am Abend anziehen, wenn viele Leute nach Hause fahren, ohne irgendwo noch zum Fest fahren oder was. Wenn ich fahre, brauche ich Sprit. Und wenn der Tank leer ist, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich lasse das Auto stehen und gehe zu Fuß, was die allerwenigsten wahrscheinlich tun werden. Oder ich zahle das. Und wenn er dann so um 10 Uhr abends, um 11 Uhr abends, wenn der Verkehr nachlässt, wieder an der Tankstelle vorbeifährt, dann seht ihr, dass es dort plötzlich 1,25, 1,20, 1,19, 1,11 kostet. Je nachdem. Ja, du staunst so mit offenem Mund. Du weißt es auch, gell? Also das hat nichts mit der Mehrwertsteuer zu tun. Eigentlich müsste man das jetzt, die 3% Nachlass müsste man ja jetzt merken. Ich habe es nicht gemerkt. Nicht mal bei der Apotheke. Doch. Also du hast dann 25 Cent Nachlass bekommen. Gut. Also liebe Zuschauer, ihr habt es, ich weiß jetzt wieder nicht, wo Klausi ist. Ach, da hinten. Ach, Klausi macht den Füller. Lückenbüßer. Weil wir so. Ja, Lückenbüßer, ne? Entschuldigung. Er macht den Füller. Wir sind heute ein bisschen wenig. Ist auch der Polizei schon aufgefallen. Früher waren wir mehr, aber es ist so, wie mir immer wieder gesagt wird, was wollen Sie eigentlich?
die Leute sind zufrieden. Denn wenn sie es nicht wären, wären hier mehr. Dann hätten wir hier die Revolution. Wir haben keine Revolution. Also was wollt ihr eigentlich? Schämt ihr euch denn nicht? Die Bürger sind mit Merkel zufrieden. Eigentlich können wir dann alle nach Hause gehen. Aber wir sind nicht zufrieden mit der Merkel. Ja, Moment, Moment. Wir sind ja nur diejenigen, die immer quengeln. Ja. Ja, wir stehen ja schon seit ein paar Jahren hier. Und es hat sich nicht allzu viel. Im Gegenteil, die Mehrwertsteuer ist doch angestiegen. Und was weiß ich, was morgen kommt, morgen wird sie wahrscheinlich noch mehr runtergehen. Vielleicht ist irgendein Feiertag, vielleicht möchten sie ein Gesetz durchdrücken, wo sie dann darauf verweisen können. Demokratie heißt. Du hast eben die Empathie. Oh. Heute bin ich umgeben. Nur Klugscheiß. Nur Klugscheiß. Kam erst denn von mir, kam von Mario. Nur Klugscheiß, aber er lügt nicht. Also ich werde hier eingedeckt mit Sprüchen, mit sonstigen Sachen. Der Einzige, der mein Freund ist, der mir nicht widerspricht, so wie meine zwei zu Hause, im Gegenteil, die freuen sich, wenn sie mich sehen. Der Kleine, ist ein Sie oder eine Ihr? Er beobachtet hier den Verkehr. Ja, dir geht's gut. Dein Futter kommt auch mit oder ohne Mehrwertsteuer immer an. Und du freust dich genauso über meine zwei, über das Leben, sind ganz happy. Solche Bürger braucht Merkel. Quengeln nicht, haben keinen Protest auf der Zunge, ist alles, freut sich immer. Klausi, ich brauche jetzt nicht fragen, ob hier Leute sich gemeldet haben. Es wird nicht der Fall sein, weil wir liegen noch bei etwa 20, 30, 40, 50. Doch, es hat sich da schon wieder jemand gemeldet. Und zwar der Fender Forschungsgruppe, unser Thorsten. Und der schreibt, die einzige Alternative ist die Antifa. Die AfD ist keine Alternative für Deutschland. Sie ist eine Schande, pfui Teufel. Typisch Forschungsgruppe. Naja, das ist ja auch Antifa. Ja. Sie verkleiden sich nur unter fremden Namen. Sie wollen suggerieren, sie sind die Guten. Ihr seid Arschlöcher. Volle Pfeifen, aber eure Stunde kommt noch. Wartet noch ab. Ich meine es nur im Negativen für euch. Da hilft euch dann auch nichts mehr mit Steine schmeißen. Da hilft auch nichts mehr mit Randalieren. Es kommt die Stunde des Herrn und dann steht schon in der Bibel, genau. Ne, man hatte ja schon mal solche Trupps, ja. Das gab es ja schon mal. Damals haben sie dann, daraus wurden ja dann die Grünen, die Roten. Also es gab alles schon. Ihr seid schon überholt. Ihr versucht es nur immer so darzustellen, als wenn man euch brauchen würde. Nein, hab schon zu viel darüber gesprochen. Jetzt zum Schluss erklär du mir mal, warum ich dich heute nicht hier besuchen konnte. Als ich am Freitag vor dem Tor stand. Ach, vor dem Tor, nicht beim Vorstand. Vor dem Tor stand und rein wollte. Ja, dann haben sie zu mir gesagt, sie müssen sich, wenn sie ins Kanzleramt wollen, erstmal anmelden, dann bekommen sie einen Ausweis. Ich habe gesagt, ich bin der Messias. Ich brauche keinen Termin. Sie haben gesagt, es tut uns leid, sie können nicht da rein. Somit ist es meine Wahrnehmung, dass die Welt noch nicht für die Missionen des Messias vorbereitet ist. Bravo. Also der Messias ist noch nicht angekommen. Er wird auch nicht ankommen. Er wird nicht ankommen. Sie sagt, aber ihr steht immer noch freundlich lächelnd nebeneinander. Die Zeit des Messias kommt. Ja. Mir ging es ja nur darum, weil du ja so steif und fest behauptet hast, du ziehst hier ein. Ja, und wir hatten schon gedacht, du gibst da hinten eine Party, einen Empfang. So ist es auch die Welt. Führst eine neue Gastgeberin vor, aber das scheint ja auch nicht zu klappen. Nee. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja. Er war Tor. Er war Tor. Ja. Gut. Leute, nachdem heute Merkel muss weg, wie viel haben wir? 10 Minuten noch? Nachdem die Merkel muss weg ja heute in der verkürzten Version ist, wer weiß, was unseren wohlmeinenden
fürsorglichen Administratoren auf der anderen Merkel-Seite da draus machen. Die haben ja auch die letzte Seite, glaube ich, hast du mir erzählt, die wir um 18 Uhr aufgenommen haben, wurde mit meinem Handy. Wurde gesperrt und die 19, wurde dann gesperrt und 19.30 wurde sie dann gesendet. Eine geschnittene Version. Ja. Oh. Zum Beispiel, wo du das mit der tollen Firma, mit dem tollen Klinik hier mit dem Knie oder so an, also das wurde alles weggeschnitten. Ja. Das ist Detlef Frie und jetzt ist auch noch Leon Edler dabei. Also wahrscheinlich, ich habe es vorhin schon gesagt, schade, dass man sich so in die Wolle bekommt und so täuschen kann. Ja, aber es ist nun mal so, du kannst in keinen hineinschauen. Es gefällt ihm nicht, wie wir das machen. Es ist nicht der richtige Ton, wir haben keine, mit dem, was wir machen, wir haben ja wir keine Zuschauer. Ich weiß nicht, wie viel die mit der anderen Version haben. Ich glaube auch nicht. Also wir werden es auf jeden Fall, hoffe ich, dann irgendwann wieder mal lösen können. Und schauen wir mal weiter. Ja, ansonsten gibt es für mich, für heute, nicht mehr viel zu sagen. Doch, Franz, du warst in der Garage. Oder war das noch nicht? War das schon? Haben wir schon ein Sendung? Ich war in der Garage, ja. In der Politgarage. Genau. Ja, aber da haben wir nicht über Merkel muss weg gesprochen. Da haben wir über den BER gesprochen. Da haben wir über die Verluste, Derivate, wo das Land Brandenburg zumindest für mein Dafürhalten, kann ja auch anders sein, ausgewiesen hat, minus 2,286 Milliarden. Jetzt schaust du, als wenn du dich mit 2 Milliarden auskennen würdest. Aber seit wann braucht Messias Geld? Ich habe das Geld ab. Du schaust das ab, genau. Bravo. Das macht doch Merkel schon. Also jedenfalls, Flughafen hat jetzt wahrscheinlich mit dem Nächsten zu kämpfen, nämlich dass EasyJet seinen Betrieb einschränkt, um die Hälfte einschränkt. Wer weiß, was noch alles kommt. 31. Oktober soll es ja laut Lütke Daldruck losgehen. Die Anteilseigner in Berlin, Brandenburg und die Bundesrepublik sind ja die Gesellschafter. Die müssen dann natürlich den Schuldendienst leisten. Ob was fliegt oder nicht fliegt, spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Aber es ist guter Hoffnung. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt, auch bei denen. Nur wir werden mal schauen, was sich hier noch alles so entwickelt. Klausi, was wolltest du jetzt wissen mit der Politgarage? Gibt es da schon einen Sendetermin? Nein, habe ich keinen. Ich, wie gesagt, wahrscheinlich erfahre ich immer alles erst zum Schluss. So ist es normal, man muss sich nicht über alles grämen. Die Zeit wird es richten. Die Zeit wird es für alle richten. Diejenigen, die glauben, dass sie heute da oben stehen, das ist immer, tut immer so weh, wenn man von da ganz oben nach unten fährt. Lieber bleibt man mal unten mit beiden Beinen, dann tut es nicht ganz so weh. Aber ihr wisst es ja, seid ihr noch jung. Die zweite Story ist, was hat er denn immer in der Richtung? Der schaut nur in die Richtung. Der guckt auf Hunde kommen. Ah, na das sind blöde Hunde, die da kommen. Das stimmt. Ja. Gut, jetzt hat es bei mir gebimmelt. Möchte ich fast wetten, dass sich jetzt irgendeiner angesprochen gefühlt hat. Jappi, dann aber, schau mal nach. Nö, warum? Möchte ich gerne wissen. Also, liebe Zuschauer, Rosi möchte wissen, wer jetzt bei mir geblinkt hat. Ja. Ruf die Rosi an. Ja. Aber nicht die im Sperrbezirk. Kennt ihr das überhaupt noch? Ja, ich kenne es noch mit dem jungen Mann da. Leider Mürfigänger. Mit was? Mit was für einem Mann? Nix da. Leider Mürfigänger. Die hat doch ganz anders gemacht. Nee, Skandal. Im Sperrbezirk heißt es.
Die waren auch aus Bayern. Mal seid ihr alt. Seid ihr alt? Jetzt habe ich immer gedacht, nur ich bin alt. Ich weiß nicht, warum er mich. Hier, was? Rosi, ja. Nimm es nicht schwer. Oder nicht schwerer als es ist. Ja, ja. Aber weißt du, Frauen bringen auch Unglück. Ja, ja, das. Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich auch für ein Gerücht. Festhalten. Unterschreibe ich. Das mit dem Unglück. Ja, vielleicht nicht alle, aber viele. Also er spricht jetzt schon mit Einschränkung, vorher war er noch ganz tapfer. Er muss ja noch mal her nach alleine irgendwo hin. Ja, ja, da gibt's was. Und ich denke, da geht es nicht so, so sanft und zart dann ab. Vielleicht die mindere Strafe, eine Woche nichts zu essen, nichts zu trinken. Und ansonsten auch nur vor der Haustüre liegen, wie du, mein Kleiner. Aber da kann er noch so treu schauen. Er wird nicht reingelassen, ne? Gut. Franz, hier ist eine Meldung eingegangen. Detlef Rie sieht zu. Ja, ist doch gut, wenn er zusieht. Schöne Grüße. Ja. Ich habe mein Telefon jetzt in meiner Tasche. Ich wollte ursprünglich übertragen. Aber das wird man mir wahrscheinlich noch erklären, warum es nicht ging. So, letztes Mal ging es ja noch, eine Woche vorher. So Leute, tut mir leid, dass es heute nicht ganz so geklappt hat. Es muss ja auch mal wieder so Einbrüche geben. Ich danke euch trotzdem recht. Jetzt ist es auch noch. Klausi, räumst du ab oder was machst du? Ich wollte dich von vorne sehen. Ohne Ton. Mit Ton. Ohne Ton. Natürlich. Mit O-Ton. Mit O-Ton. Rosi, mit was möchtest du mich jetzt sehen? Mit Ton oder O-Ton? Oh, mit O-Ton. Mit Ton. Ohne Hemd. Ja, doch, mit Ton auch. Mit Ton. Ja, ja. Gut. Solange du nicht sagst, aus Ton, geht's ja noch. So Leute, ich möchte euch nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Bringt doch noch ein paar Leute mit. Auch ihr könnt noch ein paar mitbringen. Wenn ich weiß, dass hier noch Leute kommen, die sie vielleicht auch noch Getränke brauchen oder sonst was, können wir gerne besorgen. Also ich meine jetzt nicht Bier, sondern Wasser. Und Thermoskanne mit Kaffee haben wir also auch. Ich muss nur wissen. Kommt gut nach Hause. Die Rosi stimmt jetzt nochmal ihr Liedchen an und dann schauen wir mal weiter. Genau. Und jetzt singen wir die deutsche Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland, blühe Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Bravo! Kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, das war eine lachende Fahrradfahrerin. Die 170. Veranstaltung nächste Woche Mittwoch. 18 Uhr vor dem Bundeskanzleramt. Und das war die 169. Veranstaltung. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Ja, und wie gesagt, nächste Woche sind wir wieder da. Und schauen Sie auch mal auf die neue Seite mit
dem, wie ich es immer sage, die Chronik der Woche. Es gibt eine neue Seite, 7 Tage Deutschland, der AfD-Wochen-Podcast mit Detlef Rier. Und den gibt es immer am Freitag neu. Teil 1 gab es bereits letzte Woche und da gab es interessante Gespräche. Schauen Sie oder beziehungsweise hören Sie dort nochmal rein. Das findet man auf der Seite afd.de/podcast. Ja, soweit aus Berlin. Einen schönen Abend noch. Und wie gesagt, wir sehen uns wieder. Machen Sie es gut und schön patriotisch bleiben.